Die Dresengruppe ist ein Mehrmarken-Autohaus mit 21 Standorten und wir sind in der 5. Generation in Familienführung. Die Nachfrage nach den Elektrofahrzeugen ist in den letzten Monaten rapide angestiegen und daher benötigen wir sehr viel Strom an diesem Standort. Wir haben insgesamt 8 Ladesäulen eingekauft, die müssen betrieben werden. Mit dem Netzanschluss hatten wir hier Kapazitätsprobleme. Die Problematik des Autohauses war die zu kleine Netzanschlussleistung. Der Stromanschluss ist hier mit einer Leistung von 150 kW begrenzt. Und wenn man in Betracht zieht, dass alle 8 Ladepunkte unter voller Last gleichzeitig laufen würden, würden die alleine schon einen Strom von 193 kW erzeugen. Wir haben dann die verschiedenen Lösungen durchgesprochen und dann kam ganz schnell eine Lösung zum Vorschein, die einzig vernünftige für diesen Standort, dass wir Sonnenenergie nutzen und eine Photovoltaikanlage auf dem Dach errichten. Der Hauptvorteil ist, dass ich den Strom selber erzeuge und selber nutzen kann und daher wesentlich weniger beziehen muss. Der Strom kostet mich aus dem Netz viel mehr Geld wie der von der Photovoltaikanlage und dadurch habe ich eine enorme Kostenersparnis über die Jahre hinweg. Wir haben uns für eine Photovoltaikanlage entschieden mit 135.000 Kilowattstunden Jahreserzeugung. Somit decken wir fast den kompletten Verbrauch des Autohauses ab. Die Anlage besteht aus einem aus der Photovoltaikanlage, die auf dem Dach sitzt, dem Speicher, dem Energiemanagementsystem und den Wechselrichtern. Das Energiemanagement misst, lenkt und steuert den auf dem eigenen Dach erzeugten Solarstrom. Die Kombination macht es erst möglich, die Ladeinfrastruktur mit voller Leistung intelligent nutzen zu können. Durch die Investition in ein solches System bleibe ich über viele Jahre wettbewerbsfähig, produziere meinen grünen Strom vor Ort und trage einen großen Teil zur Gelingen der Mobilitätswende bei.